Deine Aufgabe als Führungskraft ist es, deine Leute über sich hinauswachsen zu lassen. Das heißt, du musst den Rahmen dafür schaffen, dass sie ihre wertschöpfende Tätigkeit tun können. Das bedeutet aber auch, du musst sie ermutigen, sich immer wieder neue Dinge zuzutrauen. Das heißt, du musst sie aus der Komfortzone rausholen. Ich zeige dir das mal kurz an einem Schaubild. So, hier links siehst du die Komfortzone. Die Komfortzone hat jeder Mensch. Das ist der Bereich, in dem wir uns auskennen, der uns Sicherheit gibt. Wir wissen, was wird von uns verlangt und wir wissen auch genau, wir können den Anforderungen genügen. Wenn ich mir jetzt aber neue Fähigkeiten aneignen will, weil ich wachsen möchte, dann muss ich die Komfortzone verlassen. Und das bedeutet immer, ich begebe mich auf zunächst einmal unbekanntes Terrain. Das heißt Unsicherheit. Ich weiß nicht, werden meine Kompetenzen da noch reichen? Kann ich den neuen Anforderungen genügen? So, und das ist immer mit so ein bisschen Risiko behaftet. Und das ist genau das, was du deinen Mitarbeitern ermöglichen musst. Du musst ihnen die Sicherheit geben, dass sie die Kompetenz haben, dass sie den Weg meistern werden, weil nur dann könnt ihr gemeinsam Kurs auf neue Ziele nehmen. Ich erkläre dir das ganz kurz mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal einen Buchhalter. Der fühlt sich 100% sicher, wenn er Zahlen verbucht und die Konten ausgeglichen sind. Der ist sehr akribisch von Natur aus, und sehr genau. Also fühlt er sich schon am Rande seiner Komfortzone, wenn die Konten irgendwann mal um einen seriösen Betrag nicht stimmen. Dann muss er nämlich jemanden anrufen und erklären, dass die Konten nicht stimmen und auch zum Besten geben, dass er zunächst mal nicht weiß, woran es liegt und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Der ist absolut dann raus aus seiner Komfortzone, wenn sein Vorgesetzter zu ihm sagt: Hör mal, nächsten Freitag ist unser Strategie-Meeting. Ich bin nicht da und ich möchte, dass du an meiner Stelle die Zahlen präsentierst. Da kommen zwei Mitglieder der Geschäftsleitung und ich möchte, dass du meine Rolle übernimmst. Dann ist er erstmal ganz nervös und aufgebracht. Aber genau da ist es die Aufgabe eines Chefs, dem Mitarbeiter den Rücken zu stärken und ihm die Sicherheit zu geben, dass er das schon machen wird. So, und jetzt wirst du dich fragen, wie mache ich das? Wie hole ich die aus der Komfortzone raus? Wie das geht, wie du deine Mitarbeiter über sich hinauswachsen lässt, wie die sich immer mehr zutrauen und letztlich dich auf deiner Agenda entlasten, weil sie dir mehr Dinge abnehmen. Das erfährst du in unserer Strategie-Session. Das ist ein Power-Praxistag, wo wir genau auf die Dinge eingehen, die du brauchst, damit du ein hochmotiviertes Team hast, das selbstständig die Dinge erledigt und zwar so, wie du sie gerne möchtest. Mehr Infos dazu gibt es unter dem Link vamos.coach/Strategie-Session. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen und wenn wir gemeinsam an dir und deinem Unternehmen arbeiten, damit du noch erfolgreicher wirst. Bis bald, deine Dagmar.